Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Hexit und heute möchte ich mal im Twilight Forest mein Zeug holen, mein anderes. Und ja, wir sind ja hier stehen geblieben, wo uns irgendwer irgendwas geschenkt hat hier, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht. Und ja, da gucken wir mal, dass wir jetzt hier vorankommen. Ich tue erstmal mein Zeug raus und nehme wirklich nur Essen mit, weil ich brauche natürlich ein möglichst leeres Inventar. Und dann gehe ich mal hier rein und hole mal meine Sachen wieder. Weil ich natürlich nicht darauf verzichten will, was ich alles mit hatte, ne? Meine Rüstung und alles. Und ja, dann aktiviere ich N, also die Map. Und dann müssen wir zu... Oh, ich stand anscheinend noch im Portal. Ich dachte schon, ich bin jetzt vom Server geflogen. Hä, hey, Moment. Es leckt gerade. Oh. Lol, hä? Was ist jetzt los? Ich kann nichts abbauen. Es leckt übel. Ich stehe anscheinend immer noch im Portal. Aber hier die Tiere kann ich schlagen. Hier kann ich auch abbauen. Ja gut, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall manchmal ein bisschen komisch hier. Naja. Genauso ist es komisch, dass wir eben in der letzten Folge jetzt hier irgendwie neuen Einwohner haben in der Stadt. Habe ich ja auch schon da ziemlich oft gesagt. Ich will jetzt eigentlich mich nicht nur wiederholen, aber ich frage mich halt echt, was da los ist. Also wer das ist und so. Keine Ahnung. So, wo muss ich eigentlich hin? Zu 894, also da, und 1451 minus, okay, also in diese Richtung. Also bin ich jetzt erstmal direkt falsch gelaufen am Anfang. Naja, ist ja normal. Okay. Dann mal hier hoch und mal schauen, was wir finden. So. Ich wollte ja auch demnächst mal den nächsten Battle Tower vorbereiten, dass ich da mal was mache wieder. Hm, ich weiß noch nicht, was ich nächste Folge dann zum Beispiel mache. Vielleicht fangen wir mal an und reparieren erstmal unsere Stadt weiter. Ich denke mal, das wäre mal ein guter Zeitpunkt jetzt, das zu machen. Und ja, da versuche ich das mal in der nächsten Folge vielleicht. Und eventuell können wir auch heute schon anfangen, aber obwohl ich glaube, die Reise dauert ewig hier, bis wir dann dort sind. Das gefunden haben. Ich glaube, da vergeht jetzt die ganze Folge dabei. Na, ich guck mal. Vielleicht geht's ja schneller als gedacht. Wäre natürlich cool. Nicht, dass ich dann doch erst nächste Folge zurückkomme. Ey, dann war ich... Wie lange hier drin? Nächste Folge sind wir bei 48. Alter, war ich dann die 7. Folge hier drin. Na gut, da mal 6 Folgen, weil ich ja in Folge 42 irgendwie nach ein paar Minuten dann rein bin und... Ja... 6 Folgen hier drin, ey. Das geht ja gar nicht. Oh, Mann. Naja, aber es kam auch einiges dazwischen, was das Ganze erschwert hat. Das muss man ja mal sagen. Und dafür habe ich mich dann doch noch ganz gut geschlagen, vielleicht, oder? Naja. Mann. Entscheide ich mal für Sprinten oder normal? Alter, der wechselt immer hin und her. Entweder sprintet er oder er läuft so komisch normal. Das... Boah, Alter, das nervt gerade richtig. Ganze Zeit switcht hier die Sicht so und weiß ich nicht, das ist ja wie in einem Film hier. Oh Mann. So, dann hier mal die Ranken hoch. Was haben wir da? Ein Hasen. Hoffentlich keinen Killerhasen. Wie in Craft Attack 4, wo ja die Rebellion die Killerhasen losgelassen hat. Das war auch krass. Sind einfach mal irgendwie so... Wie viele waren das? Bestimmt 150 Stück oder so sind da rausgestürmt. Damit kannst du auf jeden Fall schon mal so eine ganze Truppe zerlegen. Und hier ist schon die Kiste, okay. Ich hätte gedacht, die ist weiter weg. Mach ich gleich mal einen Screenshot von. Oh Mann. Scheiß Karte hier wieder. So. Ja, ich glaube, das passt schon. Okay, dann zack. Dann muss ich mal gucken hier. R... Okay, einen Slot kriegt man frei. Ich kann da ein bisschen Crap hier lassen. Oder nee, ich glaube, es passt sogar genau. Ich habe jetzt nur noch Rüstung, ne? So, ist komplett auf jeden Fall hier. Und ansonsten hat man ja nichts mit. Ja, ich baue nochmal die Kiste hier ab. Schön Holz sparen, ne? Schön geizig hier immer sein und natürlich alles mitnehmen. So. Kann ich mir ja nicht entgehen lassen. So, dann gehe ich wieder zurück.
Jetzt wieder N aktivieren. So. Eigentlich müssen wir wirklich nur relativ geradeaus laufen und dann sind wir schon da. Das passt schon. So. Okay, sehr schön. Ja, da produziere ich jetzt auch mal wieder ein bisschen vor und dann habe ich auf jeden Fall genug Folgen, falls der Server mal irgendwie wieder ausfällt. Morgen nehme ich wahrscheinlich auch nochmal auf, am Freitag dann, also heute ist Donnerstag und ja, Donnerstag, der 2. Februar, müsste man vielleicht dazu sagen. Ja. Naja, aber in den nächsten Tagen wird es auch wieder ein bisschen eng. Ich habe in den Ferien fast weniger Zeit, als wenn ich in die Schule gehe. Ist auch ein bisschen komisch diesmal. Aber naja, es ist zurzeit alles sehr stressig. Wird wieder besser. Und dann kann ich dann auch wieder vielleicht etwas aktueller aufnehmen. Mal gucken. Aber zurzeit muss ich halt gucken, dass ich mir das einteile und ich krieg's eigentlich ganz gut hin so. Ja, gucken wir mal. Okay, wir sind dann auch schon, ja doch, auf der Hälfte des Weges ungefähr. Und ja. Oh, oh, oh. Was war das denn? Als ob. Schnell weg. Vor allem ins Wasser erstmal. Ich wollte gerade was essen und dann werde ich hier beschossen, ey. Alter. Waren das irgendwelche Blazes oder was? Boah, schnell weg jetzt hier. Also hier noch irgendwie so dumm sterben will ich eigentlich gerade nicht. Vor allem, weil ich ja hier in der Dimension wieder respawne und dann bin ich wieder am Arsch, wie vor 2 Folgen. Oder? Ja, vor 2 Folgen war das, genau. Das war auch schlimm. Wo ich dann einfach hier respawned bin und nicht wusste, was ich tun soll. So. Die X-Koordinate stimmt auch schon. Also so ungefähr, wir müssen dann sowieso noch... Ach, hier ist es doch schon. Lol. Ja gut, dann gehe ich mal hier rein, ne? Oh lol, du nicht. Du bist mir zu creepy. Okay. Dann gucke ich mal, steht hier eigentlich auch ein Schild? An der Schmiede noch. Muss ich mal gucken. Vielleicht hinten oder so. Aber ich glaube nicht, dass der jene gedachte, dass hinten, dass ich da immer dran gucke. Und das dann er sehe. Also hat einfach kein Schild hingestellt. Hat er irgendwas reingefüllt hier? Nee. Da ist nur noch Iron drin, ganz wenig. Und Kühe auf dem Baum. Lol. Aber wer war das denn? Ich kann es mir halt echt nicht erklären. War das Shadow Gaming? Weil da ist jetzt irgendwie auch ein Projekt. Eigentlich auch in unserer Stadt. Aber bis jetzt hat er noch nichts irgendwie gesagt. Ich habe ihm das auch geschrieben. Er hat noch nicht mal geantwortet, dass er jetzt dabei ist. Vielleicht muss ich ihn nochmal erinnern oder anstupsen. Vielleicht hat er es noch nicht gesehen oder so. Keine Ahnung. Aber er hat in letzter Zeit sowieso weniger Videos gemacht und hat vielleicht keine Zeit für Hexit noch. Da bringt er lieber dann City Survival, was ja sein eigenes Projekt ist und ja, kann ich dann auch nachvollziehen. Es wäre halt cool, wenn er nicht komplett die Lust auf Hexit verliert und dann vielleicht doch mal hier auch ein bisschen spielt. Aber ich glaube nicht, dass es Shadow Gaming war, sondern irgendwer anders. Also sowieso, weil ich gerade gesagt habe, er hat keine Zeit dafür, da denke ich mal nicht, dass er das gewesen ist. Und vor allem ist das Stadtrot-Ding wieder weg. Gut, es kann auch sein, dass Street das weggemacht hat. Das würde ich auch mal vermuten. Ich habe seine Timelapse-Folge noch nicht sehen können, weil die noch nicht draußen ist. Naja, auf jeden Fall muss ich dann mal gucken. Ich kann ja erstmal wieder alles ablegen, was ich noch shiften lässt. Ne? So. Dann hier ein bisschen Gold und Eisen. Was ich natürlich einschmelzen werde. Eisen kann ich eigentlich direkt mal einschmelzen. Und ja. Dann gucken wir mal. Hatte ich Inksex zum Beispiel schon? Boah, hier kann noch einiges rein, wie es aussieht. Mhm. Können wir auch mal hier braten. Hä, wieso geht das nicht? Achso, Raw Brengen. Aha. Interessant. Diamond. Okay, die sind ja hier drin. Kohle. Pilze. Da muss ich mal gucken. Hier war ja auch noch was. Leder kommt wo rein? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall haben wir da jetzt schon mal ein bisschen was gesammelt. Auch wenn ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft hätte noch vom Twilight Forest. Aber naja, immerhin ein bisschen was, ne, würde ich mal sagen. Und hier, das kommt nochmal rein. Ja, und was ich mit dem Rest mache, das weiß ich noch nicht. Ich glaube mal, ich muss das später mal alles sortieren. Also, irgendwann werde ich nochmal so anfangen und meine Kisten zu sortieren.
Aber das will ich jetzt eigentlich nicht machen hier. In alle Kisten gucken, was habe ich wo und... Das ist mir jetzt alles zu viel. So. Moment, dann mache ich das mal so. Und dann bräuchte ich vielleicht noch eine Axt. Da kann ich den Hammer nehmen. Und die Schaufel tue ich nach hinten. Obwohl der Hammer ja nicht als Axt fungiert, aber egal. Okay, und dann habe ich auch schon jetzt fast 30 Diamanten, habe ich gesehen. Ist auf jeden Fall gut. Und ich würde sagen, an der Stelle gehe ich mal ins Bett. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, dann tschüss und bis später. Haut rein.